Ja, hier ist sie heute wieder, unsere Hitparaden-Show. Mit dem Endler, unserem Endler. Heute gibt es wieder Schlager, Country, Oldies und noch mehr. Mit dem Endler, unserem Endler-Mann. Ja, hier ist sie heute wieder, unsere Hitparaden-Show. Mit dem Endler, unserem Endler. Heute gibt es wieder Schlager, Country, Oldies und noch mehr. Mit dem Endler, unserem Endler. Heute gibt's ne Riesenshow. Und das Publikum und sie zu Hause feiern sowieso. Ja, hier ist sie endlich wieder, unsere Hitparaden-Show. Mit dem Endler, unserem Endler. Viele Gäste, viele Freunde und auch sie sind mit dabei. Mit dem Endler, unserem Endler-Mann. Dankeschön. Herzlich willkommen mit einem super Publikum hier in Sasel beim Saseler Heimatfest. Und das Publikum ist sowas von gut drauf. Und das hört man doch auch im Fernsehen, oder? Ich begrüße recht herzlich Rolf Arendt. Und zwar hier vom Heimatverein. 30 Jahre seid ihr sozusagen fast on Tour. Richtig toll ausverkauftes Zelt. Freut man sich, ne? Jawohl. Wir freuen uns alle, dass ihr alle gekommen seid. Wir haben ja auch gehofft, dass das Zelt wieder voll wird. Und wenn wir Ellermann dabei haben, muss das ja klappen. Das ist nett gesagt. Schönen Dank, ja. Viele, viele Künstler warten natürlich. Und die Fernsehzuschauer zu Hause vor ihrem Schirm, die fragen sich natürlich auch, 30 Jahre gibt es diesen Verein. Nächstes Jahr, nicht? Nächstes Jahr ist es 30 Jahre. Dies ist das 29. Und wir hoffen, dass wir das 30. auch noch überleben werden, nicht? Das schaffen wir doch, ne? Ja, ich hoffe doch. So wie es aussieht, werden wir es wohl schaffen. Wunderbar, ich danke Ihnen recht herzlich. Rolf Arendt, herzlichen Dank. Der Chef persönlich, ich nochmal einen donnernden Applaus. Sie können natürlich wieder mitmachen für unsere Interpreten 013 78 66 67 plus die Endziffern und können natürlich mittetten. Heute gibt es wieder tolle, tolle Preise und wir haben auch Partner natürlich. Ich darf recht herzlich begrüßen die Dithmarscher Brauerei, das Hamburger Wochenblatt, Essanel, die Firma Douglas, Stoltenberg Toyota hier im wunderschönen Alstertal und den Erdbeerhof Glanz und natürlich den Saseler Heimatverein und Erdbeerhof Glanz, die sind dabei. Wir starten gleich. Aus der letzten Ausgabe haben Sie gewählt und Sie haben natürlich gut gewählt. Auf Platz 3 bei uns in der Gunst ist damit mehr als ein Gefühl gleich von 0 auf 3 hochgeschossen. Hier ist Christian Andersen, mehr als ein Gefühl. Von ganz weit her erklingt ein Lied, ein Hauch Melancholie. Durch die Sternennacht, die Sehnsucht ist das Ziel. Am Himmel steht, ich liebe dich, auf Sternenstaub gemalt. Zum Greifen nah, einen Herzschlag weit, das Tod zur Ewigkeit. Mehr als ein Gefühl, mein Herz bleibt einfach nicht mehr still. Nur ein Wort, nie zuvor gehört. Mehr als ein Gefühl, das ganz leise ruft, ich will. Mehr als je vorher, und es wird immer mehr. Jeder Augenblick mit dir, ein kleines Wunder. Gott hat's gut gemeint, er schickte dich vorbei. Ein Engel, der nur mir gehört, die Nacht voll Sonnenschein. Es wird nie mehr
Gefühl. Christian Andersen von 0 auf Platz 3 ist er hochgeschossen. Hier kommt Olli Bigut mit Platz 2. Hochgeschossen auf Platz 2. Fast punktgleich mit Platz 1. Hier ist er mit Was dagegen? Eine Hamburger Hymne. Was dagegen? Was dagegen? Ich habe nichts dagegen. Bitteschön. Was dagegen? Was dagegen? Es ist okay, wenn in München einmal im Jahr Oktoberfest ist und man in Lederhosen Weißwurst futtert, interessiert mich nicht. Es ist okay, wenn in Frankfurt das ganze Jahr die Börse kracht und jeder große Banker meint, dass er als Letzter lacht. Es ist okay, wenn in Leipzig eine Messe nach der anderen ist. Ist ja sonst nicht viel los, hab die Ecke noch nie vermisst. Es ist okay, wenn man mit nem Zeigefinger nach Dresden kommt. Oh, ich habe es selber nie versucht und wen interessiert es schon? Ist doch alles nur Gerede. Spaß als Karneval macht. Was dagegen? Dass die Flasche Bier hier Knolle heißt. Was dagegen? Und unser Michel eine Kirche brennt. Wir haben den Fischmarkt noch dazu. Und jetzt kommst du. Es ist okay, wenn ihr fragt, warum ist es am Rhein so schön? Was ist das für eine Frage? Ihr habt wohl nie die Elbe gesehen. Es ist okay, dass in Berlin der ganze Bundestag sitzt. Und vorher waren sie in Bonn und warten da genauso viel Mist. Ist doch alles nur Gerede. Ihr erzählt mir ein vom Pferd. Was für mich zählt, ist das Tor zur Welt. Was dagegen, dass St. Pauli in Hamburg ist. Was dagegen, an uns Brücken wie was dagegen, dass St. Pauli in Hamburg ist. Was dagegen, wenn uns Brücken die schönsten sind und die Reeperbahn bei Nacht viel mehr Spaß als Karneval macht. Was dagegen, dass die Flasche Bier hier Knolle heißt. Was dagegen, unser Michel eine Kirche bleibt. Wir haben den Fischmarkt noch dazu. Und jetzt kommst du. Und jetzt kommst du.
Und jetzt kommst du, du, du. Was dagegen? Und zwar Olli Begut auf Platz 2. Von 1 auf 2 gefallen, aber ganz, ganz knapp gefallen. Was nicht ist, kann er noch werden. Vielleicht ist er nächstes Mal wieder 1. Auf jeden Fall letzte Sendung, Platz 1, diesmal auf 2 gefallen. Jetzt haben dich viele Fernsehzuschauer gesehen. Unsere Ines ist wieder da. Ines, ich habe dich in der letzten Hafenbar schon verabschiedet. Was ist los mit dir? Da ist irgendjemand ausgefallen und du hast mich so nett gefragt. Sie ist ja, für alle Fernsehzuschauer, die letzte Sendung nicht gesehen haben, ein bisschen schwanger. Demnächst im Dezember geht's ja los. Dann werden wir das erste Hitparaden- und Hafenbar-Baby bekommen. Das werden Sie hier in der Sendung auch erleben. Und ich habe angerufen, kannst du noch? Fühlst du dich fit? Und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, klar doch, wenn die Leute gut drauf sind, dann komme ich. Du sagst doch immer einen tollen Satz und der heißt, na? Logisch. Das ist Ihr Standardsatz, na logisch. Wir werden dich im Dezember erleben. Das ist jetzt aber die letzte Hitparade, dann wollen wir dir wirklich ein bisschen Ruhe gönnen. Und wir haben heute Abend nämlich noch einen Showgirl-Ausfall gehabt, aber das ganz nebenbei. Ines ist eingesprungen und das ist ein Applaus wert, oder? Und weil sie so schön zu Hause auch...